So, das hier ist meine Kohlefadenlampe. Mit 115 Watt. Verbraucht aber nur so um die 90 Watt. Sagt 220, 230 Volt. Wir haben so 227 Volt laut meinem Meter. Hab sie für 2,95 € gekriegt, nicht für 3 Euro. Finde ich aber trotzdem noch in Ordnung, weil man sieht, dass es so ein bisschen länger in dem Geschäft war. Die haben nur leider die Aufkleber hier über die Information gelesen, aber man kann ja mal sehen, was da steht. Der Glühfaden besteht aus Naturkohlenstoff, die, was auch immer da steht, erfolgt von Hand, was ist eigentlich Herstellung. Warme Lichtfarben machen das Licht rot vielleicht, oder Rotanteil im Licht. Dekorative, keine Ahnung, Laternenleuchten, Glaskugeln, was eigentlich, wo man es benutzen kann und viel Freude beim Kohlefadenlicht. Hier haben wir nochmal Carbon Filament Lamp. Und ja, machen wir sie mal auf. Kann ich euch sagen, das sieht cool aus. Kohlefaden, 220 Volt und dann hier unten noch Lampe. Kannst du ein bisschen erkennen? Man muss jetzt sagen, dass das Teil richtig heiß wird. Aber so ein schönes Licht. Haben wir denn meine Kassettenbox? Cool. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, das war's.